das allgemeine Nutzen in der ehrwürdigen Scharia. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, und hilft einander in der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Doch hilft einander nicht in Sünde und Übertretung und fürchtet Allah, denn Allah ist streng im Strafen. Ich bezeuge, dass es keinen Gudda außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Diese schöne Religion der Islam ist das Wertvollste in unserem Leben. Sie ist der Weg zu äußerster Zufriedenheit im Diesseits und im Jenseits. Deshalb informierte Allah, der Allerhöchste, uns im Koran und der Sunna darüber, dass wir Feinde haben werden, uns selbst, den Satan und andere. Und dass die einzige Methode, unsere Religion zu schützen, darin besteht, uns einzig Allah zuzuwenden und an der Sunna unseres geliebten Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, festzuhalten. Dies sollte nicht pauschal, sondern bei jedem Wort, bei jeder Handlung und in jeder Situation, in der wir uns befinden, getan werden. Deshalb benötigen wir spezifiziertes Wissen darüber, wie wir uns in all unseren Angelegenheiten völlig dem ergeben, was Allah, der Allerhöchste, gemäß der Sunna unseres Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, von uns verlangt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte in seiner Abschiedsansprache: Ich hinterlasse euch etwas, mit dem ihr nicht ergehen werdet, wenn ihr daran festhaltet. Es ist das Offenbarungsbuch Allah und meine Sunna. Er sagte ferner: Wer von euch noch mehr lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten erleben. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Nachfolger nach mir. Beißt euch mit euren Zähnen daran fest, haltet euch daran fest und hütet euch vor neu erfundenen Angelegenheiten, denn jede Neuerung, so Beda, ist ein Irrweg. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ihr Abkommen getroffen, aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen bepflegten. Dieser Vers erwähnt die Gesetzmäßigkeit Allahs auf Erden, die für jede Nation gilt. Wenn die Menschen einen Teil dessen vergessen, womit sie ermahnt wurden, dann verursacht dies Feindseligkeit und Hass. Wenn wir einige Anordnungen Allahs oder die Sunna unseres Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, vernachlässigen, dann führt uns dies zu Feindseligkeit und Hass, was heutzutage unter Muslimen existiert. Allah ist der Barmherzigste. Er informiert uns über die Ursachen und Auswirkungen des Ungehorsams ihm und seinem Gesandten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, gegenüber. Deshalb besteht die einzige Möglichkeit, ich wiederhole, die einzige Möglichkeit, im Diesseits und im Jenseits erfolgreich zu sein, darin, dem Koran und der Sunna des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, auf dieselbe Weise und mit demselben Verständnis wie dem der Propheten, Gefährten und der früheren Generationen des Islam zu folgen. Wie der oben erwähnte Hadith besagt, in jeder einzelnen Angelegenheit, die wir handhaben müssen, benötigen wir das Verständnis der früheren Generationen des Islam. Dies ist das wahre Wissen, und jegliche Unzulänglichkeit in dessen Umsetzung wird Feindseligkeit und Hass hervorrufen. Ich möchte nun das Problem der Uneinigkeit, die Streitigkeiten in einigen muslimischen Gemeinden verursacht, überprüfen und nach Lösungen suchen. Verführungspersönlichkeiten und Imame. Eine Führungsposition im Islam ist am Tag des letzten Gerichts ein Grund für Sorge und Bedauern. Deshalb ist sie nicht etwas, was man erstreben oder dem man hinterherlaufen sollte. Vielmehr sollte sie angeboten werden, ohne dass man sich danach sehnt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Strebe nicht danach,
ein Herrscher zu sein, weder ein König noch ein privater Machthaber. Denn wenn dir Machtbefugnis auf dein Verlangen hingegeben wird, wirst du dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wenn sie dir jedoch gegeben wird, ohne sie verlangt zu haben, dann wird dir dabei von Allah geholfen. Er sagte weiterhin, ihr Menschen werdet danach eifern, die Befugnis zum Herrschen zu besitzen, was am Tag der Auferstehung euer Untergang sein wird. Welch ausgezeichnete Amme ist sie? Doch wie schwer fällt die Entwöhnung. Wenn wir dem Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm wohl ergehen, nicht gehorchen und führende Bestellungen anstreben, dann wird es so kommen, wie wir lasen. Sorge, Bedauern, Feindschaft und Hass. Stattdessen sollten die weisen Menschen und Älteren in der Gemeinde eine Art Rat bilden und den Wissen und Einflussreichsten auswählen, der für die Führungsposition geeignet ist. Das Ziel ist nicht als das Wohlgefallen Allahs, indem man die Anweisungen Allahs strikt befolgt. Und zwar in der Weise, wie es zur Zeit des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, getan wurde. Dies gilt für jede Art Führung. Wenn Menschen miteinander über eine Angelegenheit streiten, dann sollen sie alles vor Allah und seinen Gesandten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, also den Koran und die Sunna bringen. Und sie müssen dies tun, bevor sie nach einer anderen Lösung suchen. Denn eine andere Lösung ist kein Gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, verbot dem Propheten Gefährten etwas, was zwar nützlich für sie wäre, doch der Gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten ist angemessener für sie. Er äußerte dies, weil Allah der Allerhöchste sagt, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Wenn es zum Streit kommt, dann sollen wir diesen vor Allah und seinen Gesandten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, bringen. Allah, der Allerhöchste, sagt im Koran, O die, ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und dem Befehlshabern oder den Verantwortlichen unter euch. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Immer wenn es zur Zeit des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, einen Streit gab, gingen die Menschen zum Propheten, damit dieser zwischen ihnen richte. Und sie empfanden keinerlei Groll in ihren Herzen und fügten sich vollständig. Nachdem der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, verstorben war, waren es die Gelehrten unter dem Propheten Gefährten. Die zweite und dritte Generation nach dieser fragte die Erben des Gesandten, Allah segne ihm und schenke ihm wohl ergehen, die Religionsgelehrten des Islam. Diese Gelehrten sind nicht lediglich Leute, die ein wenig Wissen über den Islam besitzen. Es sind Leute, die das Wissen, die Frömmigkeit und die Angewohnheiten vom Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, erbten. Und sie folgten dem Weg der Prophetengefährten und nicht ihren eigenen Gelösten. Allah, der Erhabene, ordnet uns an, nicht dem Weg der Leute der Schrift vor uns, also der Juden und der Christen, zu folgen, sondern stattdessen der Offenbarung Allahs, dem Koran und der Sunna. Wenn man im Westen lebt, dann ist es sehr einfach, in unserer Religion für das Wohlgefallen anderer Kompromisse einzugehen und dabei zu denken, dass man Dauer macht, was die wichtigste Aufgabe der Leute ist, die für muslimische Gemeinden verantwortlich sind. Unsere Aufgabe ist es,
die Wahrheit in der schönsten Weise zu übermitteln, ohne die Botschaft zu verdrehen oder beim Weg des Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, Abstriche zu machen. Das Ziel ist nicht, die Einzelheiten zu diskutieren, sondern vielmehr diesen Richtlinien beizupflichten und sich immer auf sie zu beziehen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, einer der Hauptgründe für Uneinigkeit unter muslimischen Gemeinden ist, dass einige Leute, die nicht dazu befähigt sind, die Religion zu lehren und über sie zu sprechen, dies dennoch mit vollem Eifer tun. Ich stelle die Absichten nicht in Frage. Wir sollten immer positiv über andere denken. Es geht um die Richtigkeit dessen, was gesagt wird. In der Religion des Islam gibt es keine Heiligen. Keiner Person außer dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, darf ohne Wenn und Aber gefolgt werden. Vielmehr müssen wir mit Wissen reden, für das wir viele Jahre mit Lernen verbracht haben. Wir sollen jeden und jedermanns Fachgebiet respektieren. Ein Arzt soll derjenige sein, der über gesundheitsbezogene Themen spricht und nicht ein Ingenieur und vice versa. Noch wichtiger als unsere körperliche Gesundheit ist unsere Religion. Wir können die Wahrheit nicht automatisch erkennen, vielmehr müssen wir sie zuerst studieren. Denn Angelegenheiten der Offenbarung gehen mit Dingen einher, die Menschen mit ihren eigenen Augen nicht sehen. Sie müssen sich lediglich dem fügen, was Allah von ihnen verlangt. In einem Hadith Qudsi sagt Allah, O mein Anbetendienenden, ihr alle seid irregeleitet, außer diejenigen, die ich recht leite. Deshalb bittet mich um Rechtleitung und ich werde euch recht leiten. Ohne dass wir unser Ego in die Schranken weisen, auf unseren Knien in den Häusern Allahs sitzen und nach Wissen der Religion streben, können wir dies niemals erlangen. Das Wissen in der Religion kann nicht auf Sitzbänken in Universitäten gelehrt, von Nicht-Muslimen oder nicht praktizierenden Muslimen erlangt werden, sondern vielmehr von Gelehrten, die sowohl Wissen als auch demütige Ehrfurcht vor Allah besitzen. Sie lehren in Allahs Häusern, den Moscheen. Studierende des Wissens verbringen Jahre damit, auf ihren Knien in den Moscheen zu sitzen und erlangen von diesen erfahrenen Gelehrten sowohl Wissen als auch Benehmen. Diese erfahrenen Gelehrten taten jahrelang dieselbe und lernten von den früheren Generationen eine verbundene Kette von Gelehrten, die bis zum Propheten, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, zurückreicht. Es war die Gepflogenheit der Muslime, ihre Gelehrten wegen des Wissens in der Religion, das sie besaßen, zu respektieren, wenngleich die Menschen niemanden außer dem Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, blind folgen sollen. Doch diese Gelehrten erklärten den Menschen den Weg des Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen. Muaz sagte, außer für folgende drei Dinge würde ich mich nicht nach dem Diesseits sehnen. Das Nachtgebet an einem heißen Sommertag zu fasten und mich auf meinen Knien zwischen die Gelehrten in den Versammlungen des Wissens zu drängen. Die Aufgabe des zum Islam aufrufenden Imams und so weiter besteht darin, die Worte der Gelehrten wiederzugeben und nicht Dinge selbst zu interpretieren. Indem diese Kette von Gelehrten, die bis zum Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, zurückreicht, respektiert werden soll. Wir müssen dem Wissen über die Religion gegenüber demütig sein, weil es das beste Wissen ist.
Da es die Interpretation der Worte des Allerhöchsten Allah ist. Und die Deutung des beliebtesten Geschöpfs des Propheten Muhammad, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen. Wenn wir diese Prinzipien einhalten, dann wird alles gut, so Allah will. Möge Allah uns recht leiten, um die Wahrheit zu sehen und gemäß dieser zu handeln.